Hallo Leute, es geht weiter mit dem Deckenaufbau. Wir haben unsere Filigrandecke stehen oder auch Elementdecke. Das heißt, den ersten Teil dieser Halbfertigteile, so nennt man sie auch. Und nun wird der ganze Aufbau erstellt. Das ist ein ganz schön langwieriger Prozess, habe ich total unterschätzt, was die Zeit anbetrifft. Und ich mache das in mehreren Videos, es würde sonst völlig überfrachten. Wir fangen heute an mit dem Thema der Bewehrung auf Filigrandecke. Was ist das genau? Also, ihr stellt euch unsere Decke vor. Die Decke hat eine gewisse Stärke und diese Stärke ist wichtig und nützlich, weil Kräfte in beide Richtungen kommen. Steht eine Mauer drunter, gibt es eine Bewegung, eine Stoßrichtung nach oben. Haben wir den Fall einer längeren tragenden, eines freitragenden Bereiches, dann gibt es Kräfte nach unten. Die Bewehrung, die sich im unteren Teil befindet, kommt in diesem Fall zum Tragen. Da gibt es Zugkräfte auf der Unterseite. Und im Falle einer Mauer gibt es Zugkräfte auf der oberen Seite. Beides muss abgefangen werden. Nun ist es so, dass die modernen Decken zweiachsig gespannt sind und auch so vom Statiker gerechnet werden. Das kann man übrigens eigentlich nur mit Software machen, weil ansonsten die Kalkulationen zu komplex sind. Und in dem Fall, wo ihr die Decke nicht aus Ortbeton herstellt, Ortbeton heißt also vor Ort gemacht, vor Ort geschalt, das heißt also, ihr schalt komplett unten drunter und dann kommt die Bewehrung und dann kommt irgendwann der Beton. Wenn ihr es aber wie ich mit Fertigelementen macht, also Halbfertigelementen, das heißt, man nennt das auch Filigrandecke, aber das ist wie beim Tempotaschentuch, Filigran ist halt ein Markenname. Und diese ersten Teile, die werden halt im Werk hergestellt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, gibt es ein super Video bei uns im Kanal dazu. So, und jetzt steht also dieses erste Fertigelementteil und da drin ist schon Eisen. Dieses Eisen hat die Hauptspannrichtung schon mal abgedeckt, also in eine Richtung. Jetzt ist es aber so, dass der untere Teil auch schon zweiachsig, also in zwei Richtungen, gespannt werden muss. Das heißt, wir brauchen jetzt noch das Eisen, das in die andere Richtung geht, plattenübergreifend. Kann man natürlich nicht im Werk machen, weil du kannst ja nicht die Platten alle verbinden, weil sonst hast du die komplette Decke als ein Stück. Du kannst nicht mehr transportieren. So, das machst du also vor Ort. Und diese erste Bewehrung, die Bewehrung auf Filigran, sagen dazu die Profis, die werde ich euch heute zeigen. Ich will euch aber auch gleich erzählen, was danach kommt. Wir haben dann die Gitterträger. Das sind also diese hochstehenden Teile, die ihr auch im Video gleich sehen werdet. Auf diese Gitterträger kommt zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem man mit der ganzen Technik zwischendrin fertig ist. Lange, lange Wochen Arbeit stehen da an. Habe ich glücklicherweise hinter mir jetzt. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kommen auf die Gitterträger die Matten, die Stahlmatten. Auf die Stahlmatten kommen nochmal zusätzlich Zulagen, um ja, die besonderen Erfordernisse, statischen Erfordernisse abzufangen. All das später. Wir gehen heute zum Thema Bewehrung auf Filigrandecke. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Vergesst nicht zu liken, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr mehr wissen wollt von diesem Hausbau, den wir selbst umsetzen, selbst planen und selbst realisieren, dann abonniert uns einfach und dann werdet ihr auch nichts verpassen. Und jetzt, genug geredet, Film ab mit der Bewehrung auf Filigrandecke. So ihr Lieben, ich bin wieder mal bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Den Views zufolge vom letzten Video würde ich sagen, euch interessiert das entweder oder ihr seid einfach Sadisten. Vielleicht auch ein bisschen beides. Hier ist der Plan für die Bewehrung auf Filigrandecke. Das ist die erste Bewehrungsebene, die wir hier verlegen werden. Hier sind die Eisen dafür. Und was das heißt auf Filigrandecke, das zeige ich euch mal. Wir haben ja von der charmanten Frau Wagner genau erklärt bekommen, warum eine Bewehrung auf Filigrandecke nötig ist und was es damit auf sich hat. Hier können wir es jetzt sehen, wie es sich realisiert. Und das sind also die ersten Eisen, die ich eingefädelt habe. Und das ist eben auch das Motto. Einfädeln. Das heißt, das muss also einmal auf die ganz andere Seite gebracht werden und dann unten drunter durch.
Wenn die nur einen Meter lang sind, ist kein vieles Fädeln. Aber hier sind es eben 7,50 Meter oder noch länger und dann musst du fädeln. Und damit bist du beschäftigt, ja, in diesem Fall wahrscheinlich so 2 Tage. Ja, ja, deswegen sage ich ja, Sadismus ist in the air. Viel Spaß beim Zugucken. So, das war's. Meine erste Bewehrung auf Filigrandecke. Ihr könnt also sehen, hier so soll das sein. Das werde ich jetzt hier auf dem ganzen Feld machen müssen, nach Plan. Ich zeige euch jetzt mal, wie man den Plan liest. Das haben wir schon in der letzten Bewehrung gemacht, aber das machen wir jetzt nochmal. Und dann mache ich das, aber das euch alles zu zeigen, ist einfach todlangweilig. Außer wie gesagt für diejenigen, die sich freuen, wie ich leide. Aber dann geht auch auf TikTok. Ja, wie sieht es aus mit diesem Plan? So, hier habt ihr eure Liste der Zulagen. Ne? Position 1, Position 2, Position 3. Und jede dieser Zulagen hat auch die Positionsnummer hier notiert. Also das ist wirklich so gemacht, dass sogar ich das hinkriege. Dann hast du die Position 1 hier notiert. Gucken wir uns das mal genauer an. Position 1, da steht eine 14, das heißt 14 mal. Dann steht eine 0 mit dem durchgestrichen, das heißt Durchmesser 10, das sind also 10er Eisen, Strich 15, das heißt alle 15 cm. Also hier müssen 14 10er Eisen in 15 cm Abschnitten hin. Und hier oben sind es 30 10er Eisen in 15 cm. Und diese Position 1 hier, diese 30, die habe ich jetzt gerade dort gezogen. Und so müsst ihr das einfach durchgehen. Ja? Also es ist mit etwas Sorgsamkeit ist das wirklich für jedermann machbar. Ja, ja, und das war es auch schon. Letztlich habe ich nicht 2, sondern nur 1 Tag Arbeit dafür gebraucht und das Resultat sieht so aus. Hier seht ihr also, dass alle Eisen verlegt sind. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Punkt im nächsten Video. Muss ich schneiden, bekommt ihr bald. Also, alles Gute, bis bald.